Hallo liebe Freunde der Neugier. In den vorherigen Videos habe ich ja schon erklärt, was man ab 16 darf und was man ab 18 darf. Und heute möchte ich mal erklären, was man eigentlich mit der Vollendung des 14. Lebensjahres, also wenn man 14 wird, überhaupt darf und was man nicht darf. Ich hoffe, ihr findet das informativ und jetzt geht's los. Ich springe noch mal ein Jahr zurück und wir gucken uns mal ganz kurz an, was man übrigens ab 13 schon darf. Und zwar ab 13 darf man schon sein Taschengeld mit ein bisschen Arbeit aufbessern. Nämlich 2 Stunden pro Tag und zwischen 8 und 18 Uhr. Denn davor und danach gibt es so ein paar Schutzzeiten, weil man ja noch relativ jung ist. Und damit Leute, beziehungsweise die kleinen Leute, also junge Menschen, nicht ausgebeutet werden, gibt es da vom Gesetz her Beschränkungen. Aber ihr dürft jetzt zum Beispiel Zeitung austragen und sowas, das Geld dann behalten und ausgeben oder was auch immer ihr damit machen möchtet. Wenn ihr dann 14 geworden seid und noch ein kleines bisschen wartet, dürft ihr ab 14,5 mit dem Führerschein für Roller und Mofas bis 25 Stundenkilometern anfangen, damit ihr dann pünktlich mit dem 15. Geburtstag den Lappen in euren Händen halten könnt. Außerdem darf man ab 14 Sex haben. Allerdings gibt es da noch kleinere Einschränkungen, und zwar darf der andere Partner, also der, mit dem man Sex hat, nicht älter als 21 sein. Und wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ein Junge ist, der 14 ist und eine Freundin hat, die ist 13, dann darf man mit der leider auch keinen Sex haben, weil erst ab 14 Sex erlaubt ist, egal wie alt der Partner quasi ist, also solange er nicht älter als 21 ist. Also man darf quasi Sex haben mit Leuten, die zwischen 14 und 21 sind. Und immer schön dran denken, zu verhüten, denn sonst kann es schnell sein, dass ihr selber Kinder habt. Ich will da nicht vorurteilen, aber ich glaube, das wollt ihr ja nicht, weil man erstmal in dem Alter meistens noch mit anderen Dingen beschäftigt ist, als sich noch um zusätzlich einen anderen Menschen zu kümmern. Ist natürlich für jeden eine eigene Entscheidung. Was ganz cool ist, ist, dass man in der Familie mehr Entscheidungsmöglichkeiten hat, gerade wenn es zum Beispiel um Sorgerecht oder Adoption geht. Denn da kann man dann auch widersprechen. Wenn man noch jünger ist, kann man leider nicht viel Einfluss nehmen auf eine Adoption oder die Vergabe des Sorgerechts, auch wenn natürlich das Kind dazu angehört wird. Aber ganz offiziell darf man ab 14 sagen, nee, ich möchte lieber bei Papa oder bei Mama oder sowas wohnen. Oder zum Beispiel, ich möchte von diesem Menschen adoptiert werden oder nicht. Außerdem darf man bis 14 alleine bis 22 Uhr zum Beispiel ins Kino. Ein großer Irrglaube ist übrigens, dass man ab einem bestimmten Alter nur zu einer bestimmten Uhrzeit raus darf. Das ist nicht so. Theoretisch, wenn deine Eltern dir das erlauben, darfst du auch mit 12 bis Mitternacht auf dem Spielplatz abhängen oder sowas. Aber grundsätzlich, sobald irgendwelche Unternehmen oder irgendwelche offiziellen Sachen eingebunden sind, zum Beispiel wie ein Kinobesuch oder ein Disco-Besuch oder sowas, da gibt es eben Regelungen. Das heißt, draußen bleiben dürft ihr theoretisch, solange ihr wollt. Und eure Eltern euch das erlauben. Mit 14 ist das letzte Jahr der Vollzeitschulpflicht, denn danach beginnt die Berufsschulpflicht und man kann mit 15 eine Berufsausbildung beginnen oder eben auf eine weiterführende Schule gehen. Außerdem darf man mit 14 schon in Deutschland mit kleinkalibrigen Waffen und Munition umgehen. Das finde ich ziemlich krass, hätte ich nicht gedacht. Also da geht es vor allen Dingen natürlich auch um Sportwaffen, zum Beispiel beim Schützenverein. Außerdem ist das auch im Rahmen eines Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisses erlaubt. Allerdings ist mir kein Beruf bekannt, in dem man mit 14 schon Waffen tragen darf. Aber grundsätzlich wäre es erlaubt. Zusätzlich ist man ab 14 strafmündig. Das ist jetzt nichts, was man darf, sondern es ist eher eine Pflicht. Denn nach § 19 Strafgesetzbuch, ja, da wird man jetzt nach Jugendstrafrecht bemessen und kann dann tatsächlich auch ins Jugendgefängnis kommen. Vorher, also noch mit 13, wird man für seine Vergehen noch nicht belangt, weil man sagt, naja, das sind quasi Fehltritte eines Kindes oder sowas. Auf jeden Fall, ab 14 hat euch der stählerne Griff des Gesetzes. Theoretisch darf man jetzt ab 14 sich auch piercen lassen, zumindest mit der Einwilligung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Denn der Berufsverband Europäische Vereinigung Professioneller Piercer lehnt das Piercen von Jugendlichen unter 14 ab. Das heißt, alle Piercer, die Mitglied in diesem Berufsverband sind, piercen keine Jugendlichen unter 14. Und danach eben nur mit Erlaubnis der Eltern. Was man auch schon ab 14 darf, ist
Bier, Wein und alkoholische Mixgetränke im Beisein der Eltern zu konsumieren, zum Beispiel in einer Gaststätte. Das heißt, wenn ihr mit euren Eltern irgendwo in ein Restaurant geht und ihr bestellt ein Bier und der Kellner guckt dann eure Eltern an und die stimmen zu, dann dürft ihr das Bier auch trinken. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und vielleicht hattet ihr ja gerade Geburtstag, dann alles Gute. Oder vielleicht werdet ihr ja auch bald 14 und wollt dann schon mal gucken, was ihr dann alles machen dürft. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Schlaumacher.